Sims 4 ist ein zuckersüßes, unschuldiges, familienfreundliches Spiel. Aber das muss es nicht sein. Heute stelle ich euch die gruseligsten Mods vor. Beim ersten Mod dreht sich alles um dieses mysteriöse Buch. Das Buch des Chaos kostet 666 Simoleons und verspricht Folter und Chaos für alle, die unwürdig leben. Was genau einen Sim unwürdig macht, kann ich euch jetzt auch nicht erklären, denn diese ganzen Optionen könnt ihr mit jedem Sim in der Nähe machen. Achtung an dieser Stelle, bei den meisten wird euer Opfer nicht lebend davonkommen. Unsere Wednesday ist natürlich kein Unmensch, deshalb brauchen wir einen Grund, dass sie Bella foltert. Deshalb werden wir uns jetzt einfach mal über Musik streiten. Und weil sie jetzt einfach so wütend ist, weil Bella schlecht über ihre Lieblingsband geredet hat, werden wir machen, dass sie sich in die Hose macht? Oh mein Gott, das funktioniert ja wirklich! Noch viel schneller als gedacht. Davon fühlt sie sich tatsächlich glücklich, weil Sim gequält hat. Es macht immer Spaß, sich mit Sims anzulegen, vor allem mit denen, die man hasst. Machen Sie Sim-Streifen. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber wir probieren es jetzt einfach mal und ich hoffe, sie überlebt, denn wir brauchen sie immerhin noch. 12 seconds later. Bella läuft jetzt einfach nackt durch die Nachbarschaft. Bella fühlt sich jetzt benommen, weil sie als Ziel eines Fluches festgelegt wurde. Das war seltsam, ich fühlte mich etwas übernehmen. Wow, ich habe das Gefühl, diese Übersetzung wurde nicht mal mit Google-Übersetzer gemacht, denn sogar der ist eigentlich besser. Eine Sache probieren wir noch, und zwar der Kuss des Todes. Und sie küsst sie einfach wirklich. Das war leidenschaftlich, und jetzt stirbt sie? Oh mein Gott. Aber was genau war jetzt die Todesursache? Fatale Verausgabung! Wednesday war eindeutig der perfekte Sim dafür. Tut mir leid, Bella, das war nicht meine Absicht. Oder eigentlich irgendwie schon? Das Buch des Chaos findest du unter Wissen bei Aktivitäten und Fähigkeiten. Und zwar hier. Viel Spaß damit! Der äußerst gewaltvolle Mod, den ich euch jetzt zeige, nennt sich Extreme Violence und man kann damit wirklich unendlich viele Sachen machen. Damit aber nicht alle Sims in eurem Spielstand in das Chaos verwickelt sind, könnt ihr hier Einstellungen treffen. Wichtig ist hier die Autonomität. Hier könnt ihr nämlich festlegen, ob die Sims in eurem aktiven Haushalt sich auch attackieren oder attackiert werden können. Wir beginnen jetzt einfach mal harmlos. So harmlos, wie es mit dieser Mod zumindest geht. Und Wednesday wird der Gang Hardwood beitreten. Klasse Name. Wednesday ist der Hardwood Gang beigetreten. Wednesday wird nun autonom zu ihren Handlungen beitragen. Seien Sie sich bewusst, dass Mitglieder anderer Gangs Wednesday verfolgen und attackieren werden, wenn sie ein Mitglied ihrer Gang erledigt hat. Wow, 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 ich habe Angst. Und sie fühlt sich jetzt auch selbstsicher, weil sie einer Gang beigetreten ist. Deshalb fühlt sie sich berüchtigter denn je. Was können wir mit der Gang jetzt machen? Wir werden sie einfach mal einladen. Die Hardwood Gang kommt bald zu ihrem Grundstück. Soll das so sein, dass er einen Baseballschläger in seinem Rücken hat? Oh wow, hallo Hardwood Gang, herzlich willkommen. Wie viele seid ihr denn? Sie sehen alle gleich aus. Linus, Decker, Draven und Channing. Und sie begrüßt auch alle mit dem Bro-Handschlag. Und was können wir jetzt gemeinsam mit der Gang machen? Bezahlen, um zu erledigen? Ja gut, wir sind jetzt Teil einer Gang, aber ich habe keine Ahnung, was wir jetzt machen können. 1:37 later. Die Leute aus unserer Gang haben einfach unsere Mitbewohner attackiert. Ich glaube, ich möchte nicht mehr in der Gang sein. Der Mod ist mir zu wild. Wir zeigen jetzt einfach mal Mitgefühl und dann rufen wir die Polizei an, okay? Vielleicht nehmen die dann unsere Gang fest. Oder sie nehmen uns fest. Das könnte natürlich zum Problem werden. Ein Polizeiwagen wurde zum aktuellen Standort geschickt. Bitte halte dich von verdächtigen Sims fern und verstecke dich an einem sicheren Ort, bis die Polizei eintrifft. Und hier haben wir die Polizei, Finnick und Gulliver.
Können wir unsere Gang jetzt verpetzen? Sie melden. Wir melden. Decker. Decker hat jemanden verprügelt. Wir haben es gesehen und wir verpetzen ihn jetzt. Linus hat gerade den Polizisten erledigt. An diesem Thema ist nichts Verdächtiges? Findest du wirklich, es ist nichts Verdächtiges? Ich sehe ziemlich viel Verdächtiges. Und auch der zweite Polizist wurde erledigt. Warum haben sie auch nicht auf Wednesday gehört? Und ob ihr es glaubt oder nicht, dieser Mord ist sogar noch grausamer. Alles hat mit diesem Grabstein zu tun. Hier begraben liegt Jonathan, der ein schreckliches Leben hatte und sich deshalb rächen möchte. Die Legende besagt, dass er wieder zum Leben erwacht, wenn man nach ihm ruft. Deshalb werden wir jetzt einmal den Namen des Kindes singen. Und das, was jetzt passiert, ist wirklich gruselig. Ich habe euch gewarnt. Hier ist das Kind. Es ist so creepy. Das ist Jonathan Colby. Und er fällt gleich Rory an. Es ist so gruselig. Ich möchte das nicht. Alle, ja. Er rächt sich an allen und ich glaube, bald lebt niemand mehr in diesem Haushalt. Wie kommt man auf die Idee, so eine creepy Mod zu machen? Und wir gehen zum nächsten Mod. Ich möchte das nicht mehr sehen. Dieser Mord dreht sich um Geister. Die Geister wurden komplett überarbeitet. Geister nutzen Geisterenergie, um in der Welt der Lebewesen zu existieren. Geisterenergie zerfällt tagsüber auf natürliche Weise und steigt in der Nacht wieder an. Geister können ihre Geisterenergie außerdem damit auffüllen, indem sie in ihrer Urne oder ihrem Grabstein ruhen oder anderen Sims deren Leben entziehen. Hier in ihrem Grabstein kann Wednesday also in der Unterwelt ruhen. Und wie wir sehen, die Geisterenergie steigt an. Außerdem können Geister einzigartige Interaktionen mit Sims durchführen. Wir können den Sim-Körper besitzen, Gespensterschreck, unsere Ausrichtung festlegen, Energie verbrauchen, hindurchgehen oder über den Sensenmann reden. Wir werden Rory jetzt einfach mal besitzen. Creepy. Arme Rory. Ich hoffe, dir geht's gut. Oh mein Gott. Und ich dachte, dieser Mod ist nicht creepy. Und außerdem können wir eben ihre Lebensenergie klauen. Wir können sie dafür besitzen, nach Erlaubnis fragen oder sie dazu zwingen. Wir werden sie einfach mal dazu zwingen. Ich glaube nämlich nicht, dass sie ja sagt. Und sie nimmt wieder von ihrem Körper Besitz. Oh mein Gott, das ist einfach so creepy. Rory ist jetzt zwar ohnmächtig geworden, aber bei Wednesdays Energie hat sich nichts getan. Aber trotzdem liebe ich diesen Mod und vor allem ist es der einzige, der jugendfrei ist. Sims 4 ist ein zuckersüßer